Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Wir gehen davon aus, dass sie im 4-5-1 auflaufen. Also 4-5-1 ist eine Zahlenkombination und das, was die Akteure dann daraus machen, das ist das System. Je nachdem, wie die Mittelfeldspieler ihre Rolle interpretieren, werden wir mit Sicherheit immer wieder fließende Übergänge zum 4-4-2, vielleicht auch zum 4-3-3 erleben. Der Ball rollt. Hector. Uth, ab auf die Flanke. Schick. Rüber, nach rechts. Schick. Werner. Der geht weit. Werner. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Einfach mal nach vorne gedroschen. ...15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei. Oh Mann, das ist Langeweile pur. Das hier ist Fußball. Es geht um Tore schießen. Aber die versuchen es bisher ja noch nicht mal. Und der Schiri zückt die gelbe Karte. Und er dribbelt und dribbelt und dribbelt immer noch und er dribbelt immer weiter. Nee, den verliert er an. Werner? Nkunku. Schick. Werner! Da kommt der Ball. Er haut ihn raus. Werner. Jetzt aber. Er zieht durch. Und er trifft. Wenn du so alleine gelassen wirst, ist es echt schwer, diese Chance nicht zu nutzen. Da dürfte er sich selbst gewundert haben. Ups, wieso habe ich denn hier mitten im 16-Meter-Raum alle Freiheit der Welt? Und damit steht's 1-0. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten. Uth zu ungestüm in den Zweikampf gegangen. Uth. Schönes Ding. Einwurf ist die richtige Entscheidung. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Kurze Ecke. Er streckt sich und kommt an die Kugel ran. Wer den Ball kontrolliert? Da kommt die Flanke. Uth. Hector. Sabitzer. Hector. Hector. Mit dem guten, langen Schlag. Das ist das Ende der ersten Hälfte. Eine kompakte Mannschaftsleistung, defensiv wie offensiv, und dafür wurde das Team belohnt. Nach Durchgang 1 steht's also 1:0. Der Ball, der rollt wieder. Leipzig führt nur mit einem Tor. Jetzt die Chance. Und bitte. Weltklasse-Technik. Erstmal raus mit dem Ding. Stichwort Befreiungsschlag. Das könnte was werden. Er könnte zum Tor ziehen. Flanke. Und zu lang, das Ding. Der pumpt ihn einfach hinten raus. Und? Macht er den? Macht er den? Nutze die Chance. Und der Keeper ist zur Stelle. Nkunku hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen, aber denkste. Anbrennen lässt der hier nix. Uth. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1:0 der Spielstand. Und rein damit. Ein Kopfball. Gut rausgespielt, aber da hätte mehr bei rumkommen können. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Jetzt haben wir einen Wechsel. Na klar, der Trainer versucht mit dieser Einwechslung seiner Mannschaft einen zusätzlichen Kreativschub zu geben. Da gab es einen Pfiff und ja, richtig, Freistoß. Hector. Uth. Raus auf die Seite. Den hat er. Hier kommt die Hereingabe. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen, egal wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Nkunku. Das Ding passt. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Köln verwaltet den Ball derzeit nur, da kommt nicht viel zustande. Uth, ab auf die Außen. Sabitzer. Leipzig muss jetzt nur noch das Ergebnis über die Zeit bringen. Starker Pass. Abschluss! Lecco mio, der schlägt ja ein, mein lieber Schwan. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. Wie fandest du dieses Tor, Hansi? Der Abschluss ist einfach klasse, ganz routiniert und abgebrüht. Er legt den Ball flach ins Tor. After 87 minutes is number 25. Ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Wenn es hier am Ende eine Niederlage gibt, dann muss der Trainer das Ganze auch auf seine Kappe nehmen. Sie liegen hinten und er reagiert viel zu spät. Game over. Number 17. Gut. Nkunku. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Hector. Da ertönt der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Die harte Arbeit der vergangenen Wochen hat sich heute ganz offensichtlich ausgezahlt. Das Ergebnis spiegelt die deutliche Dominanz wider. Hansi, was